Hier ist gut, hier ist gut. So, Leute. So. Was sind das bitte für Stimmen? Wirklich. Also, ich muss auch ehrlich sagen, dass die Kandidaten wirklich in meinem Herzen sind. Guck mal, ich bin hier mit Kevin. Wir sind jetzt Backstage, gleich geht's direkt weiter. Wirklich Top-Leistung. Du musst auf Toilette, geh ruhig. Also Leute, also was hier die ganze Zeit abging, ist einfach unfassbar. Ich bin echt ein bisschen traurig, Leute, dass die Reise jetzt schon vorbei ist in ein paar Stunden. Ich meine, wir sind jetzt einfach schon seit 4 Monaten gemeinsam unterwegs. Ich habe die Kandidaten so in mein Herz geschlossen. Und mittlerweile sind sie so krasse Sänger geworden. Oh mein Gott, hier im Finale, so krasse Sänger. Du siehst auch Insta live? Wie geht's? Alter, kommst du auch live? Sorry. Du bist eine Story, Mann? Ja. Lass mal. Okay. So, wir machen jetzt eine DSDS Instagram Story. Bereit? Ja, filmst du einfach. Möchtest du das Logo im Hintergrund haben? Ja, genau. Okay. So. Ihr kommt mit in die Story, Leute. Okay. Okay. Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, was du machst. Okay. Ja. Willst du einmal so sagen, ruf für eure Favoriten an? Ja, klar, genau. Machen wir so. Okay. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Finale, Leute, oh mein Gott, ruft jetzt für eure Favoriten an. Hier sind 9000 Zuschauer gerade, die jetzt auch gleich alle für ihre Favoriten anrufen. Let's go! Okay, Leute, jetzt geht's gleich weiter und wirklich, ruft für euren Favoriten an. Der heute gewinnt, hat es auf jeden Fall vom ganzen Herzen, von meiner Seite aus verdient. Ich meine, jeder Einzelne hätte es verdient. Es ist so krass, was hier abgeht. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, außer ich habe Gänsehaut, weil es einfach zu stark ist. Auf jeden Fall will ich mich auch bei euch allen bedanken, dass ihr so lange am Start geblieben seid. Einfach jede Werbepause waren wir gemeinsam live. Ihr seid die treuesten und stärksten Fans. Und vorhin hat der Thomas gesagt, es gibt wenige Fans, die wirklich für immer bleiben. Und ich weiß ganz genau, ihr bleibt für immer, weil ich auch immer an eurer Seite bleibe. Ihr seid die Allerbesten. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und jetzt geht's weiter mit Musik, Leute, weil Musik ist das, was uns glücklich macht. Ihr seid die allerbesten, Leute. It's the final countdown. Peace out, euer Mike.